So, willkommen zurück. Nordfriesische Marsch vierfach. Gerade den Helfer losgeschickt. Jetzt will ich mir trotzdem mal angucken, ein, zwei Runden lang, was der hier treibt. Ob er das hinkriegt. Ich habe ihm eigentlich unten und oben relativ gutes Vorgewende gefahren. Er wird am Schluss noch mal ein bisschen abkacken da vorne, aber da schauen wir mal. Vielleicht hole ich mir auch einen neuen. Oder noch einen zweiten mit rein. Ja, schauen wir mal. Was haben wir hier? Genau. Ah, das ist keine Druckluftbremse. Die war nämlich gelb eingestellt. Das läuft irgendwie anscheinend anders. Vielleicht war das nur die Feststellbremse, die da drin war. Naja. Ja, ist ein bisschen blöd mit dieser Teilbreitenschaltung. Ich weiß nicht, wie ich die ganz draufbringe jetzt oder was. Das ist mir nicht so ganz klar. Der reagiert aber auch nicht auf die Ausbringmenge, ne? Das letzte Mal hat er, glaube ich, reagiert. Weiß ich jetzt gar nicht. Naja, gut, vielleicht muss ich es auch erst aufklappen. Aber wie gesagt, das ist sowieso ein bisschen suboptimal. Nichtsdestotrotz, wenn der jetzt am Feld ist, muss ich mir das erstmal anschauen, was der andere macht. Den fahre ich jetzt aufs Feld. Ich könnte jetzt auch eigentlich wieder den KI-Verkehr einschalten. Den habe ich irgendwie immer noch aus, weil mir das ein bisschen zu blöd war die letzten Male noch, was der da rumgetrieben hat, gerade abends. Außerdem habe ich im Vorgewende gefahren beim Spritzen auf Feld 6. Danach ist ganz dringend Feld 3 dran. Das ist nämlich in derselben Wachstumsstufe. Könnte bis heute Abend passieren, dass eins der beiden Felder sogar reif ist. Bin mir nicht ganz sicher. Mal schauen. Wäre ja ganz nett. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit der jetzt ausholt. Ob der das ist. Ich meine, dass hier unten Streifen stehen, das ist ja vollkommen klar, das wissen wir ja. Das kann ich ja reparieren. Ich möchte nur wissen, wie viel Platz braucht der zum Wenden. Kriegt der das jetzt auf die Reihe? Er stoppt natürlich jetzt, weil jetzt berührt er. Genau, jetzt stoppt er. Obwohl er natürlich noch lange eigentlich nicht fertig ist. Ja? Das ist totaler Bullshit, was die Helfer machen beim Pflügen. Naja, die kommen damit nicht klar. Also pflügen können Helfer nicht, das kannst du vergessen. Außer vielleicht wirklich mit Cosplay. Aber ich bin kein Cosplay-Freund, es tut mir leid. Auch wenn ich hier Let's Plays davon mache, dann muss ich halt nicht jedes Teil zeigen und dann ist es gut, dann brauche ich kein Cosplay. Dann fahre ich nämlich einfach mal ein, zwei Stunden alleine für mich, ohne Aufnahme und dann ist es gut. Ja, dann brauche ich kein Cosplay. Ja, mal schauen, was der macht, wenn der oben ist. So lange können wir ja mal hier ausklappen. Oh, oh, ob wir da hängen bleiben an der Leitplanke. So, und warum klappt der jetzt nicht ganz aus? Wie kriege ich das wieder hin? Das ist so die Frage. Was ist Swingmax überhaupt? Teilbreitenklappen. Ja, die stehen hier mit dem Controller und da auf der Ding, aber da muss ich doch bestimmt noch was dafür betätigen, oder? Und nicht nur den. Was ist jetzt hier? Swingmax? Und wie klappe ich jetzt die Teilbreiten? Weil ich sehe hier nur, dass ich eben den nach oben drücken muss, den Ding. Aber ich... Ah! Aha! Aha! Und so kann ich sie dann zumachen. Jetzt ist nur die Frage. Aha! Gut. Und wenn ich jetzt sage... zuklappen und dann wieder ausklappen. Hat er dann mehr Teilbreiten ausgeklappt? Benutzt er dann eine größere Reichweite? Das wäre doch mal interessant. Vielleicht kriegt man es ja doch noch hin. Wir gucken uns kurz den hier an, was er hier macht, ob ihm das reicht auch hier oben. Auch da zieht er natürlich viel zu früh wieder raus. Das wissen wir.
Das ist ein bisschen, der hat, glaube ich, Angst vorm Schwangerwerden. Der denkt auch, rausziehen ist eine wirkungsvolle Verhütungsmethode. Und dann zieht er einfach mal zu früh raus. Ja, Penner. Das kannst du vergessen, der schafft's nicht. Wieso machst du die Bremse rein automatisch, du kleiner Arsch? Also, das können wir löten. Den müssen wir noch weiter, mindestens zwei Lanes weitermachen. Also, ich verstehe es nicht. Also, weil unten ist es doch nicht mehr gewesen, oder war das mehr unten ernsthaft? Also, okay, jetzt habe ich auf jeden Fall gerade ein paar mehr Teilbreiten. Jetzt muss man gucken. Ah, da drüben steht die neue Drille. Das ist nämlich auch die, die der Fat Action hatte, ist mir dann so aufgefallen. Vielleicht funktioniert die ja ganz gut. Hat 15 Meter. Wie meine letzte Amazone. Die hatte, glaube ich, nur 12, habe ich sehr wurscht. Ist angeblich auch eine Direktsaatmaschine. Gut, brauche ich ja nicht. Weil ich muss sowieso grubbern oder pflügen, um die Düngestufen reinzubringen. Ja? Weil sofort Direktsaatmaschine, der Grubber der Direktsaatmaschine erkennt kein Chopstraw. Das Chopstraw bleibt liegen. Also habe ich auch keine weitere Düngestufe drin. Das ist natürlich totaler Bullshit dann. Ne? Warum soll ich das dann überhaupt benutzen? Naja, was soll's. Ja, dann fahre ich dir halt noch ein paar Vorgewände, du kleiner Idiot, wenn du zu dumm bist. Es ist schon peinlich, echt. Also, bin ich auch gespannt. LS19, KI. Na gut, ich habe die Helfer noch nicht angeguckt in Kettle und Crops. Ich weiß nicht, wie gut die da wirklich sind. Angeblich wollten sie ja das und das und das machen, was dann ganz toll wird. Ja, okay. Wenn es so ist, in Ordnung. Ist nur die Frage, ob es geklappt hat. Ne? Angeblich sind die Helfer ja gut. Sagen manche. Ich habe jetzt beim FedEx noch nicht reingeguckt. Und ich weiß nicht, wer es noch. Irgendwann hat es noch ein bisschen angezockt. Ich selbst natürlich. Aber ich bin noch nicht dabei, dass ich einen Helfer überhaupt mal benutzen müsste. Weil ich glaube nämlich, der Helfer als Abfahrer ist sehr suboptimal. Also beim Carbon sah das nicht gut aus am Anfang. Danach hat das, glaube ich, ganz gut geklappt. Aber irgendwie ist das, du musst den richtig einstellen. Das ist ein bisschen tricky irgendwie. Naja. Du musst ihm irgendwie genau was Bestimmtes sagen, damit es gut klappt oder so. Irgend so ein Scheißdreck war das. Also von wegen so der Superhelfer ist es dann wohl auch nicht. Das Beste ist wahrscheinlich echt mal fährt selber. Ja, ganz einfach. Ach ja, was noch lustig ist, was mir ganz gut gefällt, muss ich sagen. Das können wir eigentlich mal schnell machen. Neues Skin vom GPS, ne? Und neue Sounds sind auch drin. Ja? Wir gucken uns das jetzt mal schnell an. 4,8 Meter, sagt der. Das kann ich mir aber nicht so ganz vorstellen. Bitte? Ja, okay. Also 15 Meter haben wir auch nicht. Und vor allem nicht einen Versatz von... Ich weiß nicht, was du davor hast. 7,7 Meter. Dann hast du einen kleinen Knall. Du Spinner. Du verringerst jetzt erstmal deine Arbeitsbreite, du Arschkrampe. Entschuldigung. Also das ist ja wohl das allerletzte, was du davor hast. Ja, mach mal 5,3. Ja gut, du kannst eigentlich mehr machen. Der Flug hat, glaube ich, knapp 6 Meter. Ah, 5,6. Und dann machst du einen Versatz rein von... Nein, 2,6 nicht, das ist zu viel. Ein Versatz rein von 1,5. 1,2. Ja. Und gehst du auf automatische Versatzumkehr, bitte. Jetzt schauen wir uns natürlich das mal kurz an. Ich finde, das klingt ganz witzig. Ja, ich finde, das gefällt mir. Und auch die Sounds, die man da so unten im GPS sieht, ne? In dem unteren Bediensymbol und das alles leuchtet dann, wenn man ein Signal hat. Ich finde das schön. Das Kind gefällt mir ein bisschen besser, tut mir leid. Ja, dann geben wir mal Gas. Dann lassen wir den mal da drin fahren. Ja, und ich denke, wenn ich noch eins zurückgehe, dann müsste das eigentlich mal hinkriegen. Weil ich habe noch anderes zu tun. Ich möchte zum Beispiel jetzt den Helfer losjagen mit der Spritze auf die 6, dass der fertig wird. Das Vorgewende habe ich ihm gefahren. Ja. Also gut, jetzt schauen wir uns das auch gleich noch an mit den Teilbreiten. Also da geht doch mehr einzustellen. Muss mal gucken, woran das jetzt lag. Muss man doch irgendwas anderes noch einstellen. Naja, okay, aber es geht. Also es ist schon möglich, da was anderes noch einzustellen. Schön. Gut, gut. Jetzt fängt er gleich das Piepen mal auf an. Ja, also es klingt halt anders, ne? Als ich es gewohnt bin vom Standard und von der Los Hügelland. Da ist, glaube ich, das ganz normale Standard-Skript verbaut. Und das ist ein Autosave. Und ich finde aber das ganz neckisch, muss ich sagen. Also finde ich nicht schlecht.
Der bleibt auch sehr, sehr gut drin, muss man sagen. Ja, gut, jetzt wird es mir rausdrücken, weil der Flug zur Seite geht. Jawohl. Bip, ist er draußen. Ich finde es cool. Also mir gefällt's. Tut mir leid. Ich finde es neckisch. So. Jetzt schaust du mal, wie weit du rüberkommst. Klappt das eigentlich? Ja, klappt. Ne? Du lässt nichts übrig. Super. Schön. Ja, dann lass mir jetzt den Helfer ein bisschen fahren. Also jetzt muss es ja wohl echt mal genug sein. Unten hat es komischerweise, glaube ich, echt unten so viel mehr gemacht. Oder würde der unten auch wahrscheinlich ins Wasser fahren, der Idiot. Ja, ein bisschen Geld muss ich verdienen, weil ich werde dann die Spritzen tauschen. Ich habe halt eine andere. Ich muss sowieso noch mehr Geld verdienen, weil ich auch noch den Xerion tauschen will eigentlich auf Dynamic Hose. Mal gucken. Und eigentlich auch die Johnnies, den 8030, den habe ich auch noch in besserer Variante wieder gefunden. Ach ja, fantastisch. Mal gucken. Bep, bep, bep. Ja, ja. Mecker nicht. Allerdings sehe ich das auch so, ich würde es auch, wenn ich RLGPS fahren würde, dieses Gepiepse eher als Reminder sehen, dass man jetzt bitte aufpassen soll, ne? Dass man nicht mehr einfach zufahren kann wie ein Bescheuerter, sondern vielleicht jetzt mal ein bisschen nach Klotzen fahren soll. Na, so würde ich es sehen. Jetzt bin ich ja gespannt, was er jetzt macht. Ehrlich. Der nervt ein bisschen, aber naja. Ja, in 4 Stunden können wir dann, also ab mittags können wir dann mal anfangen, Feld 1 zu besäen. So. GPS aus, jetzt lasse ich einfach wieder den Helfer fahren. So, leg los. Okay. So, und jetzt wollte ich eben wissen. Ja. Ach. Hä? Habe ich automatischen Motorstart gemacht? Eigentlich nicht. Ach doch, ich habe tatsächlich Alt rechts M hier automatisch rein. Ne, das ist natürlich Mist. Womit habe ich das jetzt gemacht? Damit nicht. Ach! Ich glaube, damit war das. Womit ich auch die Teilbreiten gemacht habe, das ist das Problem. Ja, jetzt haben wir es wieder rückgängig, okay. So, jetzt machen wir es auf. Was interessiert mich jetzt mit diesem komischen... Ja, da muss ich da ein bisschen drauf achten, weil das habe ich nämlich doch auf das Steuerkreuz gelegt. Aha. Ob ich die Teilbreiten komplett noch einschalten könnte, wäre interessant. Auf jeden Fall habe ich jetzt mehr als vorher. Macht der das jetzt weiter auf oder nicht? Muss er doch eigentlich. Macht er nicht. Ja, so macht er es wieder klein. Das ist ja Unsinn. Und so mache ich nur... Aha, so kann ich es abschalten. Das ist ja geil. Das ist ja richtig cool, ehrlich. Gefällt mir ja schon. Aber ich frage mich halt echt... Komme ich da jetzt überhaupt durch? Das probieren wir erst aus, bevor ich noch einschalte, weil sonst habe ich da wieder die Brille auf. Ah, das geht. Einwandfrei. Fahren wir jetzt erstmal hier unten lang. Und dann gehen wir trotzdem erstmal zur Spritze, weil wobei mir das Gras auch nicht geheuer ist. Das wird auch demnächst nachwachsen. Das ist alles ein bisschen Mist. Ja, senken wir das mal ab. So. Und dann knallen wir hier nämlich auch schön rein. Und wieso machst du hier so viel rauf? Weniger bitte. Oh. Traktorbumsen. Also anbumsen, selbstverständlich. Es geht um nichts anderes, ja. Nicht, dass mir ja falsche Gedanken kommen. Das ist blöd, dass der das zurückstellt. Das muss ich mal merken. Okay, jetzt ist die Frage, ist das jetzt breiter? Es scheint mir sogar breiter zu sein, tatsächlich doch. Oh, nice. Macht der jetzt doch die volle Breite so? Aber das kann ja nicht sein. Der hat ja nicht ganz ausgeklappt. Der hat ja nicht 30 Meter, der Swing Max. Deswegen verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Ja, okay, er nimmt ein bisschen mehr, aber...
Er nimmt nicht die volle Breite und ich verstehe nicht warum. Es gefällt mir eigentlich nicht. Weil ich muss den ja eigentlich auf die volle Breite des Schleppschlauchsystems stellen können. Aber gut, ich konnte zumindest schon mal ein bisschen mehr einstellen. Immerhin. Den Helfer wollte ich mir eigentlich angucken. Nicht, dass der mir einen Blödsinn macht, aber ja, wird schon passen. Ich muss jetzt sowieso erstmal das nächste Heu noch einfahren, bevor ich weitermachen kann. Weil da liegt ja noch das Heu auf der Wiese. Ja, das muss ich eben jetzt fertig machen, damit hier die Wiese dann nachwachsen kann. Mit ja, 30% mehr Ertragsstufe. Um natürlich richtig krass zu sein, müsste ich es einmal durchpflügen und neu ansäen. Aber ja, komm, also. Wir kriegen immer genug Gras. Selbst beim letzten Mal mit Standard gab es genug Gras. Es passt schon. Er braucht jetzt aber auch gerade mehr. Na gut, ich bin unten schon ein bisschen lang gefahren. Ja, ja. Und er macht halt mehr. Mehr von der Ding her. Also zurückkommen wir gerade noch, aber dann ist Schluss. Ja, gut. Ein Helfer. Ich weiß nicht, ob ein Helfer in der Lage ist, Gülle auszubringen. Ich habe da Zweifel dran. Ziehen wir ihn erstmal nach oben. Weil ich denke, den werden wir hier am Rand nochmal langfahren lassen. Am oberen Rand. Oje, oje, oje. Oje, 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 oje. Ich hätte weiter viel früher zurückdrehen müssen. Oh, da ist eine kleine Lücke. Naja, gut, die Lücken. Wie gesagt, jede Lücke ist mir ein bisschen egal. Ne? Also ich werde nicht auf jede Lücke achten. Solange das grobe Ganze mehr ergibt, bin ich zufrieden. Ne? Einfachdüngung ist ja eh in Wiese immer drin. Auf Grasfeldern. Ist ja standardmäßig, auch bei Giants so. Und du kannst es halt düngen, um eine Zweifachdüngung reinzubringen. Eine Dreifach geht, glaube ich, sowieso nicht. Na, lass mal den mal stehen. Ja, da ist eben der Johnny. Der hat auch mittlerweile ganz gut schon. Also Johnny Farben, es ist ja eigentlich Benz. Ja, der ist drin geblieben, eben der gute Tektron. Ja, den hätte ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich selber noch mal ein bisschen fahre. Da habe ich den Komposter. Da habe ich eben den, der hat schon ein bisschen aufgefüllt. Was ich jetzt mit dem eigentlich vorhatte, das kommt, das machen wir jetzt auch, komm. Was soll's. Wir fahren noch woanders hin. Das dauert wieder länger, das Video, als ich eigentlich wollte. Und zwar braucht der ja Dünger. Jetzt ist natürlich die Überlegung, ich könnte mir Dünger kaufen beim Händler. Ja, warum eigentlich? Warum soll ich das tun? Ich habe eine Düngerproduktion. Also ich habe ja diesen Bioprozessor. Und der produziert mir eh zu viel Dünger. Ich habe ja schon mal Dünger verkauft. Das war sogar sehr, sehr lohnenswert. Sollte ich vielleicht auch wieder tun. Aber erstmal benutze ich das jetzt. Ja gut, die Sämaschine hat einen großen Nachteil. Ja, die ist so groß, wenn KI-Verkehr an ist, kann ich da nicht fahren. Definitiv nicht. Naja, gut. Wie gesagt, der KI-Verkehr geht mir eigentlich sowieso meistens nur auf den Sack. Ganz ehrlich, also der geht mir nur auf den Keks. Schauen wir halt mal. Das ist eine 8R, oder? Ja, denkt doch gerade, der brüllt doch so. Was ist denn hier los? Ja, ja. Dann fahren wir mal schnell zu dem Prozessor, gucken mal, wie viel Dünger drin ist. Vielleicht können wir sogar noch was verkaufen. Dann werde ich mir mal so einen perversen HKD 302 holen. Na, das sind eigentlich die kleinen mit Plane. Ja, und die fassen jetzt gemoddet 100k. Wenn die nicht verpackt sind, das weiß ich nicht. Ich habe mir noch nicht die Lok neu angeguckt. Aber was ist das für eine... Ach so, es ist eine Direktsaat, natürlich. Das sind hier Scheibenecken drauf, als Grubber. Klar. Aber hat das Sauzahn auch drin noch? Beides? Ne, das hinten, das ist die Drille, die eigentliche Drille. Die Saatgut reinbringt. Der hat da dann als Direktsaat praktisch Scheibenecken drauf. Sehe ich das richtig? Ja. Ja. Seitdem sind eigentlich kein Grubber. Ja gut, aber es lockert den Boden auch, also es ist trotzdem ein lockerer. Ja, ja, was soll's. Sehen wir mal nicht so, ne? Sehen wir mal nicht so genau. Weil Grubbern ist eigentlich das, das machst du im Privatgarten mit dem Sauzaun. Ja. Um den alten Mist aus dem Boden nach oben zu holen, vielleicht wegzumachen dann. Oder einfach noch einmal drüber zu fahren damit und dann das Ganze zu verteilen. Dann hast du gleich wieder eine Humusschicht. Und nichts anderes macht der Landwirt mit seinem Grubber. Nur halt den großen Stiel. Der hat nicht nur einen kleinen Sauzahn. Der hat schon ein bisschen mehr.
Ja, und da stand ein Schlepper dran, der ist weg. Na gut, was soll's. Jetzt muss ich gucken, wo muss ich da hinfahren? Kann ich das hier füllen? Nee, anscheinend nicht. Die kann ich hier nicht füllen. Das ist aber ärgerlich. Kann ich die aufklappen? Nee, mit aufklappen erreiche ich ja nichts. Ach, die hat keine Kolli? Das ist ja witzig. Aber ich scheine hier nicht befüllen zu können. Ja, shit. Da muss ich Saatgut-Packs kaufen, Dünger-Packs kaufen. Das geht mir ein bisschen gegen Strich. Weil ich ja eigentlich eine eigene Produktion habe. Hm. Na gut, was soll's. Also das machen wir dann später. Das heißt aber, dass wir den Dünger, den Mineraldünger komplett verkaufen können einfach. Oder ist es gar Flüssigdünger? Nee, das ist doch normaler Mineraldünger, jo. Das ist kein Flüssigdünger. Hm. Naja gut. Schade, aber ist halt so. Ja, den wollte ich den Mist ein bisschen schaufeln. Der hat schon ein bisschen was weggebracht. Ja, komm, nimm mal das letzte mit. Schalt wieder aus. Warum habe ich eigentlich jetzt das F1-Menü wieder an? Ja. Ich wollte irgendwas prüfen, aber dann habe ich es nicht mehr ausgemacht. So, oh ja, hier ist auch einiges passiert. Ich meine, gut, Kirschen und Pflaumen, die Produktion hatte ich ja, glaube ich, eh schon. Das sind doch Pflaumen hier. Ja, man bräuchte ja auch nur mal unten lesen, da würde man es sehen. Und das sind Kirschen, genau. Und der Rest habe ich ihm jetzt angestellt. Äpfel und Birnen. Birnen anscheinend als letztes. Weil die Äpfel da hinten sind auch schon ganz schön voll. Nett. Ja, aber noch produziert's. Ist okay. So, jetzt machen wir noch schnell. Ja, den. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich den jemals das voll kriegen soll. Oder ich verjagen und haune weg. Was soll's. Kann ich da nicht ändern. So, ist der schon im Kurs? Nee. Ja, doch, den hatte ich sogar schon drin. Blubblub. So. Dann schauen wir zu, dass wir die Spritze leer kriegen und dann können wir die nämlich verklopfen. So, dann fahr mal, Helferlein. Ja, gespannt, was du treibst. Ob du irgendwo hängen bleibst. Ich habe dir eigentlich ganz gut vorbereitet. Auch die Ecken habe ich dir rausgenommen. So, na, mal schauen. So, da haben wir die Klaas, die Drescher. Was ist mit dem los? Ach, der darf gerade nicht. Ja, natürlich darf er nicht. Ist ja logisch, weil ist ja noch die Zapfwelle dran. Den wollte ich verkaufen. Beziehungsweise nochmal in meine Produktion ballern. Ah, das ist der mit den fürchterlichen Reifen. Also die Reifenwahl war wohl scheiß Idee. Ich denke mal, der mit den Breitreifen dürfte etwas besser sein. So, jetzt haben wir den losgeschickt, den Helfer. Das, ja, mal gucken, wie es klappt. Was haben wir denn eigentlich hier noch? Aus dem fahrenden Träger hüpfen. Hm, cool. 300.000, das geht eigentlich, aber 200... Wir haben auch über 100.000 von den scheiß Gärresten. Wie viel Prozent ist denn das Füllung? Da steht es doch. 56%, 58%, ja. Ja, geht aber noch was rein, passt schon. Weiterfahren. So, das soll zur Produktion von Mischfutter eben. Und der Rest, wenn da ein Rest übrig bleibt, das ballere ich jetzt einfach mal in die BGA. 386 ist ja mittlerweile bei der BGA Ost. Ja, ist nicht schön, aber sobald es nicht mehr im Minus ist, würde ich es reinballern. Davor entweder zwischenlagern und mir echt noch einen anderen holen. Tatsächlich, weil ich will mir immer gucken, was die kosten. Das machen wir dann auch. Und schauen, also wie gesagt, dieses GPS finde ich einfach am coolsten irgendwie bis jetzt. Was eben durch dieses Mod-Ordner aufräumen passiert ist, weil ich ja komplett alles neu machen musste. Intelligenz lässt grüßen. Naja, was soll's. War auch für was gut, ist okay. Aber ich denke fast, wir lassen es jetzt hier gut sein. Sonst wären das wieder so Halbstunden-Videos. Die sind ja ein bisschen grausam zum Hochladen und auch, ja. Ich meine, wenn du streamst, ist das ja alles kein Problem und da kann man wunderbar was schaffen. Aber ich kann ja eh nicht streamen und Video hochladen dauert bei mir irgendwie halt, ne, ein bisschen lang. Ja, scheint aber jetzt klar zu kommen. Okay. Ist nämlich zurückgefahren. Pisser. Naja, dann würde ich sagen, lassen wir es hier gut sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Also jetzt eben so
gerade wieder natürlich Wasser füllen, ist klar. Wieder Paletten befüllen, auch klar. Die letzten Paletten, die ich voll hatte, Leerpaletten, habe ich bei der Fleischerei reingeballert. Da muss eben noch was rein. Und ansonsten war es eben jetzt auch noch Düngung. Das sind jetzt die nächsten Sachen. Also hier Feld 6 ist gleich fertig. Und Feld 7 ist als nächstes dran. Feld 3. Nicht Feld, was laber ich denn? Feld 3. Weil das eben schon so weit ist, ne? Ja, und ansonsten versuche ich ein bisschen was auf die Silage zu machen. Mal gucken. Und hol mir vielleicht noch so einen Hänger. Keinerlei Kommentar. Und wir sehen uns, hoppala, im nächsten Part dann. Ja, bei Ernte von irgendwas wahrscheinlich. Und mal gucken, vielleicht langsam auch mal endlich die BGAs für... Ach so, ja, warte mal, ich muss mal gucken. Ich habe noch nicht lange nicht mehr auf dem Kanal geguckt. Aber was gesagt hat wegen seiner fehlenden Silo-Textur. Hat mich ja Nils darauf aufmerksam gemacht. Naja, so lange habe ich ja die Hochsilos, was soll's. Oh, scheiße, Silage ist voll. Ich muss erstmal verkaufen, den ganzen Schrott. So wie ich das sehe. Hä? Du hast die Arbeit beendet? Du willst mich wohl verarschen. Erfolgreich die Arbeit beendet, im Leben nicht. Ach, jetzt hängt der hier wieder fest, der Idiot. Ach, du kannst hier rauskippen? Mach mal. Ah ja, ein bisschen was geht sogar rein. Sieht gar nicht so aus, aber da, ja, doch, ging ein bisschen was rein. Okay. Ja, komm, fahr jetzt vorwärts, Mann. Naja, also bis dann. Nächster Part dann. Alter, du zitterst hier rum, das ist aber wahrgebracht. Ja, wie gesagt, die Hänger sind auch scheiße. Das ist ein Scheiß-Mod. Gucken, vielleicht kommen sie mit dem anderen besser klar. Wie so ein kleines Kind schaukelt er hier hin und her. Im nächsten Part Ernte. Und hoffentlich ein bisschen Geld verdient haben. Weil ich eben die andere Spritze mehr holen will. Alter, komm, jetzt fahr zu. Junge. Danke.